Jo, Hallihallöchen, liebe Zuschauer von Hamschonar Live. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns heute verfolgt bei einer neuen Live-Übertragung im Internet. Eigentlich wollten wir ja die Deborah Reich von Tom Hems heute befragen über die Schwierigkeiten des Handels mit CBD-Produkten, aber die ist gesundheitlich leider ausgefallen und so haben wir ganz, ganz schnell und glücklicherweise an den Blub Blub 420 Headshop aus Husum gewendet, die eben auch schon mehrfach in der Presse waren, weil sie Ärger mit der Staatsmacht bekamen, ähnliche Produktpalette führen. Und die haben glücklicherweise zugesagt und sind bereit, heute mit uns ein bisschen über die Problematik des CBD-Handels in Deutschland zu sprechen. Und dazu heiße ich ganz herzlich willkommen den Sebastian Kemberger, hieß du, glaube ich, ne? Annenberg, Kamberg und Lena Gries, Physikaner sorry. und mehr. Kannenberg und Lena Gries, genau. Schön, dass ihr da euch Genau. die Zeit genommen habt und heute hier zur Verfügung steht, um ein bisschen mit uns darüber zu quatschen, welche Probleme so auftreten können, wenn man eigentlich ein ganz normales Geschäft führt, was eben ja sich halt jetzt auf den wachsenden, stetig wachsenden und auch sehr beliebten CBD-Markt irgendwie eingeschossen habt. Stellt euch am besten noch mal kurz vor und erklärt mal, wie ihr zum Geschäft gekommen seid. Es gibt das noch nicht so lange, glaube ich. Wie gesagt, in Husum ist es. Ihr habt das Wort. Gut. Ja, uns gab es seit dem 16. November 2019 in Husum, waren vorher Maurer und Hotelfach und Genau, ich habe irgendwie nach 12 Jahren war ich auf dem Bau. Ich habe keine Lust mehr gehabt, auf dem Bau zu arbeiten, bin ich ganz ehrlich, ne, weil dich oben in kaputt zu Städten machen wollten, ist da. ein bisschen Bucklerei. Es hat ein bisschen funktioniert, ja, es hat gerade der Headshop hier in Husum was zugemacht, ne, und wir haben uns spontan entschieden, einfach Die spontan entschieden, das zu Nachfolge zu starten. machen. Genau, die Nachfolge zu machen, genau. Also Genau. innovativ eine Idee Und was gehabt wir und halt die Kraft trotzdem gehabt, sagen sowas können, aufzuschieben. das war. Wie bitte? Ihr hattet die Kraft, die Idee und eben die Motivation, euch euer eigenes Ding zu bauen. Und es hat dann auch in den Ja, ersten Momenten gut genau. Wir sind funktioniert. einfach drauf. Ja, funktioniert auch gut. Kommt auch gut an. Ist auch gefragt, ne? Also direkt Genau, wir angenommen saßen worden einfach von und der Husumer. haben einfach so überlegt hier, spontan jetzt überlegt hier, blub, blub, 420, hahaha. Eigentlich nur ein bisschen drüber gelacht, ne? Und aus dem Lachen wurde dann ernst, ne? Einfach spontan. Und so seid Ne? ihr Geschäftsleute geworden. Okay. Was führt Genau. ihr denn Und alles in ja, so euren Shop? einfach. Ja, wir haben halt Nepal-Mode, ne? Wir spezialisieren uns auf Hanftextilien auf jeden Fall auch, ne? Also haben Rucksäcke und Taschen aus Hanf, dann Textilien und die Mode aus Nepal, gerade so luftig, locker, leicht. Hippie-mäßig so ein bisschen, auch der Schmuck ein bisschen, Papiercings, Bonks alle, von Vista über Edelrohr, Jelly Joker, Rohr, Bambambole, was noch? alles vertreten. Eigentlich fast Ne? alles. Genau. Dann natürlich Schnupfzubehör, was man halt so haben will. Dann noch Hip-Hop-Kleidung haben wir jetzt dazu gemacht. 90er-Style, Ja. Oldschool-Kleidung halt, so 90er-Jahre, Pelle Pelle, Benny Miles, Kai Kani, alles was halt 90er-Jahre Oldschool angesagt war. Ja. Ne? Und halt auch CBD-Produkte wie Öl, Kosmetik haben wir dazu genommen, also Hautcremes, Handcremes und so serummäßig was und halt auch das CBD-Öl. Und bis März hatten wir auch noch die Blüten. Genau, ist alles super gelaufen. Wir hatten Blüten, alles offen stehen in einer offenen Glasvitrine. Du konntest das anschauen, wie in Holland, wie in der Coffeeshop sozusagen. Konnte man sich alles anschauen, die von der Straße aus konntest du reinschauen. Wir haben nichts versteckt. Wir hatten gute Qualität, Schweizer Qualität. Ne? Es sah schon hart aus. Aber wie gesagt, wir haben weder was versteckt, es wurde steuerlich alles gemanagt, ne? Es wurde alles abgerechnet offiziell. Ne? Wir haben offiziell 15 Euro dafür verlangt. Ne? Die Apotheker draußen, die verlangen zwischen 40 und 80 Euro, ne? Eine Frechheit, finde ich, ne? Und ich kam mir unverschämt vor, ne? Und dann kommen sie zu uns, wo wir Menschen helfen, ne? Das ist eben gerade Vielen die Menschen Frage, die damit mir als geholfen nächstes auf sind. der Seele brennt. Woraus ist so euer Kundenstamm? Ist der breit gefächert oder es lässt sich da eben auch so, okay, es sind eben vor allem jüngere Leute, Hip-Hopper oder Alles vertreten. Also wir alles? können gar nicht sagen, es sind nur die Alten oder es sind nur 40-Jährige oder es sind nur 18-Jährige. Es kommt eigentlich jeder rein. Quer durch die Bank. Quer durch Wir die waren Bank. auch schon, ja, Muttis mit ihren Kindern für Räucherstäbchen, irgendwelche Holzketten und keine Ahnung, Salbeikur und weiß der Geier was alles. Und bis zu der uralten Omi, die sich tatsächlich noch für einen Mann einen Grinder holt. Alles dabei. Alles dabei.
vom Penner bis zum, ja, was war genau. Juppie. Arzt. Oberarzt. Ja, alles klar. Ja. Ne? Alles klar. Und von also spricht im Endeffekt dafür. Patienten auch. Wie gesagt, es sind doch Cannabis-Patienten dabei auch. Alles, ne? Und es kommt tatsächlich auch Cannabis, also Leute, die Cannabis ablehnen, zu uns wegen der Mode und den Räucherstäbchen. Also ihr wurdet in Husum mit offenen Armen empfangen und konntet sozusagen wirklich die gesamte Bevölkerung bei euch willkommen heißen und habt die entsprechenden Produkte anbieten können. Muss ich auch aus meiner Erfahrung eben sagen, ich habe auf der Mary Jane Messe auch CBD-Produkte mit Bekannten da vertrieben und war ganz überrascht, wie viele ältere Menschen, alte Frauen sagten, das hilft mir so sehr, CBD bei meiner Gicht oder bei irgendwelchen Wehwehchens halt, dass ich arbeite in der Branche jetzt auch schon ein Weilchen, eben beim Hanfjournal, aber dass es mich selbst überrascht hat, wie die Resonanz gerade auf diese Produkte ist. Ein Wahnsinn. Also das haben wir auch tatsächlich festgestellt im Laden, als das CBD-Öl in die Zeitung kam. Da war ja gleich am Anfang eine Reporterin bei uns wegen CBD-Öl, dass wir das haben. Und dass da auf einmal so viele Alte kamen, so wirklich 60, 70, 80-Jährige, die sich gefreut haben. Ja. Genau. Ja. Über die Straße haben sie drüber gerufen. Vielen Dank, meine Mutter mit Arthrose. Es hat funktioniert. Nach anderthalb Wochen hat es geknallt, angeschlagen. Ja. Ne? Nach anderthalb Wochen, ne? Arthrose, Wahnsinn. Leute mit 20 Jahren Schlafproblem haben wir gehabt. Ne? Nach dem nächsten Tag sind sie gleich wieder 50 Kilometer angefangen gekommen und haben sie sich bei uns bedankt. Was wir ihnen gegeben haben. 20 Jahre Tabletten probiert, alles probiert und die hat sich gefreut. Es hört sich für uns nicht viel an, aber 20 Jahre eine Stunde länger schlafen und nicht mehr schweißgebadet aufstehen, das bringt nach einmal Einnahme, ist für mich das schon viel. Ja, natürlich, das ist ein richtiger Fortschritt. Ja, und das für einen Mann, der 20 Jahre die Probleme schon hat. Ne? Ja, Wahnsinn. Jetzt direkt zu dem Problem, was dann irgendwann auftrat. Wie schnell ging das los, dass sich dann bei euch irgendwie Beamte mal vor dem Laden, im Laden bei euch gemeldet haben? Es ging eigentlich gleich los. 2 Wochen nach Eröffnung war schon gegenüber war so eine Bushaltestelle, weil wir haben davor noch einen anderen Laden. Wir sind ja umgezogen während Corona. Aber da, wo das so fest war, da war gegenüber eine Bushaltestelle und dann fing es schon an, dass die Zivis da standen und rübergekotzt haben, gefilmt haben, fotografiert haben. So getan halt, wenn sie was aufschreiben auf der anderen Seite, also, Straßenseite, ne? Da hast du dann eh angerufen und mein Mann hat sich ja dann da beschwert, das geht nicht, das ist Mord, das geht nicht, das verscheucht Kunden, wenn da gegenüber Polizisten stehen, offensichtlich, und beobachten. Mit Stasi-Methode? Haben sie sogar dafür entschuldigt. Ja. Aha. Ja. Ja, und dann halt verdeckte Ermittlungen im Laden natürlich. Ne, haben wir dann auch ein paar wiedererkannt bei der Razzia. Ja. Hat man sich so wieder gesehen. Lassen ab und zu mal die Handschellen so ein bisschen rausblitzen aus dem Pulli oder so. Ja. Ja. Also, das ist immer ein bisschen Druck machen. Ja. Ist auch noch nach wie vor so, dass wir hierher kommen, jetzt auch in den neuen Laden nach der Razzia. Aber man muss auch sagen, im Gegensatz, wir waren vorher in Bayern, ne? Schleswig-Holstein, hier oben sind die Polizisten, muss man sagen, auch bei der Razzia kann man echt nichts sagen. Da waren sie bei uns echt vorsichtig. Die haben alles mitgenommen, das war eine Schweinerei in meinen Augen, dass sie alles mitgenommen haben. Ne? Die große Schweinerei. Weil wir waren am Anfang, ne, unserer Karriere, wir haben unsere Existenz hier ab, ne? Wir haben unsere ganze Kohle hier reingehangen. Und dann mal schnell über 5.000 Euro weg, mal, das war schon heftig. Ja, vor allem, sie haben unseren Arbeitsrechner mitgenommen. Das heißt, wir konnten den restlichen Tag nicht arbeiten und die Hälfte vom nächsten Tag nicht arbeiten. Beziehungsweise am nächsten Tag konnten wir 2 Stunden arbeiten, weil das mussten wir alles wieder anschließen, neu machen, das ganze Prozedere machen. Das war eine wirkliche Schweinerei. Aber so ihre Arbeit haben sie doch. Ihre Arbeit haben sie bei uns in Schleswig-Holstein okay gemacht. Ne? Also da können wir uns Schleswig-Holstein hier oben nicht. Sie blieben freundlich. Ja, wir durften uns frei bewegen, wir wurden nicht irgendwie angegriffen oder so. Aber immerhin. Also da können wir jetzt nichts sagen, aber wie gesagt, mit der CBD, das ist eine Schweinerei. Und wie gesagt, die haben sich selber auch geschämt dafür teilweise. Ne? Also es waren tatsächlich 2 Monate später, ne, hast du mit einem gesprochen, der hat sich bei dir entschuldigt. Ja, wie gesagt, man hat angerufen, Ja, dem war das alles unangenehm selber, ne? Ist ja auch ein Schweinerei. Was haben sie alles mitgenommen? Jetzt nur die Knospen, die ihr verkauft habt? Das waren halt CBD-Knospen aus der Schweiz mit einem THC-Gehaltwert von 0,2, was ja eigentlich theoretisch gehandelt werden dürfte. Aber sie haben eben auch Kosmetikartikel mitgenommen und die Öle. Die Analysen waren bei 0,1. Die Analyse haben wir eh noch da. Vom Öl aber nur. Also das wären jetzt unsere Analysen. Ne? Mhm.
Das war 0,18% THC-Gehalt. Genau. Und da haben wir zu jeder Blüte, egal welche Blüte wir hatten, hatten wir Analysen dazu gehabt. Haben wir alles ausgehangen gehabt. Zu Öl haben wir Analysen gehabt. Ne? Und wie gesagt, die Blüten konntest du Tag und Nacht bei uns in der Vitrine anschauen. Ja. Ne? Ja, die haben alles mitgenommen. Liquids hatten sie mitgenommen. Die Blüten haben sie mitgenommen. Das CBD-Öl haben sie mitgenommen. Jedes CBD-Öl, egal ob mit 3% CBD oder mit 15% CBD, haben sie mitgenommen. Unseren Rechner haben sie mitgenommen. Auf unsere Handys haben sie Spionage raufgemacht. Übliches Spiel halt. Das übliche Spiel. Verrückt. Und währenddessen wird irgendwo auf den Straßen wirklich gedealt. Während ihr halt einen legalen Handel hattet. Wie gesagt, das sind genau meine Worte, das sage ich auch jedem hier, das habe ich auch dem Polizisten gesagt. Was ist denn lieber, dass ein Kind reines Marihuana kaufen kann? Ja. Oder wollen sie dir auf der Straße, wo Blei drin ist oder Vogelsand, was die Leute, die Streckenmittel machen die Leute kaputt? Ne? Vor allem die. Nicht viele Drogen sind die Streckenmittel meistens. Ne? Ja, und Jugendschutz wird halt wirklich nicht gewährleistet, wenn irgendwo auf der Straße jemand den Kram vertickt. Gesagt hat, du machst es nicht. Was hast du gemacht? Du machst es. Und vor allem das Zeug auf der Straße wird teilweise auch mit irgendwelchen chemischen Drogen gestreckt, damit sie abhängig werden davon, ne? Ja, mittlerweile gibt es diese Nigel heißt, diese da irgendwie wohl, kam gerade auch aus der Schweiz, dass irgendwelche CBD-Blüten mit synthetischen Cannabinoiden gestreckt wurden. Und da weiß kein Mensch, was wirklich dann mit einem passiert, wenn man das benutzt. Also ja, jedenfalls. Eigentlich haben wir damals die Kräutermischungen. Bitte? Genau. So wie dann die Kräutermischungen, wo eh schon. Genau. Ewig viele verreckt sind dran. Ja, weil sie K2 und Spice und so. Haben, ne? Genau. Ja. Genau, ja. Das ist, so ist es dann besser, genau. Ja. Und ihr habt wahrscheinlich eben auch, euer Laden wird wahrscheinlich nicht an Minderjährige irgendwas in der Richtung verkauft haben, sondern ab 18 im Höchstfall, ne? Nein, natürlich nicht. 18 Blüten, alles erst sogar teilweise ab 21 sogar teilweise. Ab 22 sogar erst. Also Jugendschutz versucht durchzusetzen. Genau. Das Einzige, was an unter 18-Jährige geht, sind T-Shirts, Pullis und Hosen, Schmuck und alles auch Rauchzubehör, egal ob es Feuer ist, Plätzchen oder sonstiges, da sind sie 18. Also ihr habt sozusagen eure eigenen Jugendschutzgesetze freiwillig initiiert. Ja. Genau. Lebt ein Vorbild. Das ist sehr, sehr gut. Und wie hat sich das jetzt... Ja, sollte so sein, klar. Hat sich da jetzt in der Vergangenheit irgendwas entwickelt, dass ihr wisst, was gegen euch jetzt versucht wird, seitens der Staatsmacht zu machen? Oder steht ihr gerade zwischen Tür und Angel? Also es hieß am Anfang wegen Drogenhandel, ne, dass wir mit Drogen gehandelt hätten. Also sprich, das CBD wurde zu THC-Gras gemacht. Dann hatten wir einen Aufstand gemacht, hatten natürlich einen Zeitungsartikel gegengesetzt, beziehungsweise die Reporter kamen freiwillig auf uns zu, haben gesagt, hey, gegen den Polizeibericht machen wir eine Gegenschlagzeile. Darstellung, ja. Und das fanden wir schon mal ganz cool und da nochmal danke an die Presse hier, weil das echt cool war von denen. Die haben uns um 6 Uhr in der Früh gleich rausgeläutet, hey, da ist ein Pressebericht raus, wir machen Gegenartikel. Ja, weil das hat absolut nicht gestimmt, wie gesagt, die Bilder, das war nicht korrekt, wie gesagt, so viel Blüten, wie da drauf waren, sowas hatten wir die ganzen 3 Monate nicht mal da gehabt, nicht mal annähernd. So viele Blüten, was wir gezeigt auf den Bildern, ne? Genau, weil bei so einem Polizeibericht war so ein Bild mit dabei, was angeblich beschlagnahmt wurde und es war von einer Großrazzia aus Hamburg. Also geschönt für die Polizei, das auch noch. Also falsch gespielt. Wir hatten das Ganze nicht mal ein Drittel davon hatten wir in der gesamten Zeit da an CBD. Verrückt. Also da wurde erst Drogenhandel vorgeworfen. Dann haben wir durch ein paar Kunden mitbekommen, dass da auch gefragt wurde, ob wir generell mit Rauschgift handeln. Ja. Und jetzt kam während Corona ein sehr verzweifelter Zeitungsbericht seitens der Staatsanwältin aus Flensburg, dass sie nicht aufgibt. Sie ermittelt weiter. Sie gibt nicht auf. Und mit den Ölen, da ist ja eben auch, das weiß ich jetzt auch wieder so, dass eben Anfang 2019 kam ja diese Novel Food Verordnung, die gesagt hat, als Nahrungsergänzungsmittel dürften die Öle jetzt auch nicht mehr in Umlauf gebracht werden, weil das ja neuartig wäre, was es natürlich nicht ist. Da gibt es mittlerweile auch genügend Anwälte, die sich damit beschäftigt haben und sagen, naja, das ist natürlich Quatsch. Hattet ihr dann auch nur noch Massageöle im Laden oder was wurde da genau mitgenommen? Also wir hatten damals noch das CBD-Öl da.
tatsächlich und hatten das leider etwas zu spät mit dieser extra Nummer versehen. Da wurde es ja aus dem Nahrungsergänzungsmittel wieder rausgenommen oder irgendwie so ab März. Durfte man ja nicht mehr Ergänzungsmittel verkaufen, sondern als sonstiges Öl. Und da waren wir leider einen Tag zu spät dran, das zu ändern. Genau. Weil 1. März kam, 4. kamen sie rein. Na, das ist ärgerlich. Und auch aber trotzdem. Das Hanfmassageöl haben sie da gelassen, aber da ist auch kein CBD drin. Also wir haben sowas auch. Massageöl aus Hanf, aber ohne CBD. Jedenfalls wirkt es, und das kommt ja auch schon in den Kommentaren, ist eine Form von Schikane, dass Menschen, die sich versuchen, eine Zukunft aufzubauen und die Gesetzeslage eigentlich auch hüten und darauf achten, dass alles richtig läuft, irgendwie doch stark schikaniert werden, weil auch die Polizei wahrscheinlich oder eben die Staatsanwälte nicht ganz wissen, wie wirklich damit umzugehen ist. Eine etwas abstrakte Situation. Wie haben sich die Umstände jetzt auch... Fängt ja schon von früher an. Was machen Sie seit 70 Jahren oder sowas? Das Einzige, was Sie wirklich machen seit 70 Jahren, Sie machen Familien kaputt, weil Menschen dafür, zum Beispiel in Bayern, gehst du dafür 3x6-5 Gramm oder sowas, gehst du in den Knast schon mal. Da gehen Familien kaputt, du verlierst deinen Führerschein, du verlierst deine Arbeit. Deine Frau zum Beispiel, da wahrscheinlich geht sie fremd oder was weiß ich, in der Knastzeit. Meistens ist es so, ne? Du verlierst alles, nur weil du mal einen Marihuana-Joint gezogen hast. Das kann doch nicht wahr sein, oder? 73.000 Menschen sterben hier an Alkohol jedes Jahr. Drogentod gibt es auch. An legalen Drogen 150.000 jedes Jahr scheint es, ja. Und an illegalen Drogen 1.000. Aber gut, das ist jetzt nicht unbedingt das CBD-Thema, aber zeigt einfach erneut, wie schief gewickelt die ganze politische Lage in dem Bezug einfach in Deutschland ist. Kam gestern eben auch lustig. Ja, gestern gab es eine ganz merkwürdige Nachricht aus der Schweiz, dass da wurden ja CBD-Produkte lange Zeit als Tabakersatzstoffe irgendwie verkauft und mussten Tabaksteuer zahlen. Die ganzen Händler und Produzenten kriegen das jetzt zurück, nachdem eben auch ein Gerichtsurteil gesagt hat, ist kein Tabakersatz, es ist Hanf. Und Leute, die den Hanf rauchen, die würden nicht ansonsten eine Zigarette rauchen. Und so muss die Schweiz jetzt irgendwie 33 Millionen Franken zurückzahlen. Also es kann auch anders gehen. Ja, es kann auch anders laufen. Und hier ist einfach wirklich irgendwie so ein Stillstand und eine verquere Geschichte. Gerade ja eben auch andere Händler haben. Also ich kenne auch in Berlin, da gibt es noch genügend Spätis und andere Shops, die verkaufen hier bunte Blüte oder irgendwelche anderen CBD-Blüten. Die werden einfach nicht belangt. Genauso wie auch Drogerien, die Öle eben noch im Handel haben. Mittlerweile Douglas ist eingestiegen. Oder als medizinisches Mittel wie DM oder sowas, ne, hat es in Teilen auch schon eine große Supermarktkette. Das hat mir meine Mutti erzählt, in Bayern, im niederbayerischen Kaffdorf da. Erzählt sie mir, ja, ich sage jetzt den Namen nicht von diesem Laden, aber eine große bekannte Kette führt Hanfblütentee. Ja, Bio Company führt sowas auch, Hanfblütentee oder Hanfblättertee, und ist einfach frei verkäuflich für alle. Und das ist doch irgendwie, widerspricht das diesem Gleichbehandlungsgesetzen und dem Gebot der Gleichbehandlung. Dagegen muss doch auch mal ein Kraut gewachsen sein, sagt man da. Aber sogar bei uns hier in Husum, ne, wir haben sogar das Glück gehabt, dass sogar unsere Qualität von den CBD zum Beispiel so gut war, dass die Apotheker von Husum und von Dreier haben sie sogar die Leute zu uns geschickt. Die Apotheker, ne? Ja. Weil sie selber gemerkt haben, was sie für einen Scheiß verkaufen. Ja, und ein Arzt hat Kontakt zu uns aufgenommen, dass er gerne seine Patienten zu uns schicken würde. CBD-Öl. Ja, das ist doch echt ein Widerspruch für sich, dass die Mediziner und Pharmazeuten da was akzeptieren, aber irgendwelche Staatsanwälte wirklich der Meinung sind, eine nicht klare Gesetzeslage so auszunutzen, dass das vernünftigen Menschen ihr Geschäftsmodell zerstört wird. Genau. Die noch vorher nachfragen, ne? Die alles vorher noch abwickeln wollen, abklären wollen, sicher, ne? Die einzige Staatsanwältin der Gesellschaft, die wir zu dem Zeitpunkt erreicht hatten, sagt uns auch noch, ja klar. Im Endeffekt, ja, unter 0,2 macht es doch so ungefähr, ne? Ja. Ne? Aber schriftlich will es dann wieder nicht geben. Was sind das für eine Rechts, ne? Was sind das für ne? Keine Klarheit, ganz einfach. Keine Klarheit. Einfach nur Kodium.
Und wie wirkt sich jetzt diese Gesamtsituation auf euren Geschäftsbetrieb aus? Sind dadurch eben Kunden geprellt worden oder haben Angst vor euch bekommen? Oder läuft es theoretisch, dass die Leute sagen, ey, es ist ein Unding, wir kommen weiter, wir unterstützen euch? Teilweise. Also online haben wir mehr Zurufe bekommen. Mhm. Also wir haben auf Facebook mehr, also Follower vor allem, die uns unterstützen mit Kommentaren und Teilen und sowas. Es gibt dann auch Kunden, die jetzt nicht mehr kommen. Natürlich gibt's die auch die Straßenseite wechseln. Was? Aber es ist halt einfach so, ne? Das ist halt einfach so, das ist jetzt so, natürlich ist es schade drum, ne? Aber wie gesagt, jeder, entweder man steht dazu in meinen Augen oder nicht, ja. Ne? Ja gut, aber da muss ich auch sagen, dieses Bild wurde gezeigt, es wurde veröffentlicht in der Zeitung und ich meine, wenn wir sowas gehabt hätten, würden wir wahrscheinlich auch sagen, nee, das ist nicht so gewesen oder so, ne? Genau. Und nicht den Laden noch vergrößern am Ende und alles, ne? Na, also ich glaube, dass da viele auch denken, naja, die streiten so oder so ab oder das Bild haben sie ja aus der Zeitung gesehen und was die Zeitung schreibt, das stimmt schon. Das kann ich mir vorstellen, dass da manche deswegen... Natürlich, das auch, natürlich, denkbar, ja. Viele kommen und reden uns natürlich gut zu. Ja, wir kriegen auch viel Unterstützung von Husum, von unserer Umgebung her. Mega Dank auch nochmal an euch, ja, auf jeden Fall. Also bis, also ein paar, vielleicht ein Viertel, wendet sich uns den Rücken zu. Von unserem ehemaligen Kundenstamm. Andere kommen nur noch zum Ratschen, was ja auch komplett in Ordnung ist, ne? Hm. Und Zuspruch zu sagen und uns auf Facebook. Aber wir können uns so nicht beschweren, auf jeden Fall. Es läuft wieder an, auf jeden Fall. Langsam wieder. Und neue Kunden. Wir haben halt auch sehr viele Kunden, die kommen, hey, ihr habt was da in der Zeitung. Was war da los bei euch? Aber also eine gewisse Form von Werbung. Warum? Ich würde halt wirklich gerne die Blüten halt weiterverkaufen. Auch ich sehe jetzt keinen Grund darin, warum ich die nicht weiterverkaufen sollte. Ja. Ne? Ich würde sie sofort morgen wieder reinnehmen, wenn ich könnte. Ja. Ne? Tja, was ist dann euer Plan jetzt, abzuwarten, wie sich dieses Verfahren auswirkt? Oder könnt ihr... Ich würde mir eigentlich wünschen, dass die ganzen Headshops, CBD-Besitzer und alles einfach mal zusammenhalten und zusammen meine Klage einreichen dafür. Mhm. Würde ich mir eigentlich wünschen. Seid ihr beim DHV drinne? Die haben ja jetzt auch mittlerweile... Ja? Die haben ja auch so einen Wirtschaftsaspekt da jetzt reingebracht. Also im Kontakt steht ihr mit denen. Haben die euch irgendwas geraten? Ja, da haben wir beide ja schon gleich angerufen. Ja, und da hat alles soweit gepasst, wie gesagt. Da, ne? Aber wie gesagt, wir wollen jetzt auch keinen riesen Kuddelmuddel machen. Wir wollen das erstmal ein bisschen beruhen lassen, weil wir wollen auch wirklich nicht, dass die Menschen uns sich abneigen, ne, zu uns. Weil wir sind ein Headshop, wir haben CBD mit reingenommen gehabt, ne? Aber wir wollen uns jetzt unser Lebenstraum nicht versauen, deswegen. Ne? Deswegen wollen wir jetzt auch ein bisschen abwarten und keinen Riesenpass aufmachen. Ne? Also ein bisschen ruhig Blut erstmal bewahren und gucken, wie sich die Sache insgesamt entwickelt. Ein bisschen ruhiger bleiben, einfach alle ein bisschen runterfahren und dann wieder neu versuchen. Wir müssen ja auch. Weil wenn die ganzen Gemüter, das bringt am Ende nichts. Und so gesehen wissen wir noch gar nicht, ob es überhaupt zur Anklage richtig kommt. Genau, jetzt müssen wir selber erstmal abwarten. Was nochmal passieren wird. Oder ob ihr im Endeffekt euer Kram zurückbekommt sogar, was natürlich am wünschenswertesten wäre. Aber trotzdem werde ich nicht aufgeben, so wie gesagt, sobald Blüten wieder erlaubt sind und ich werde auch immer dafür mitkämpfen und ich hoffe, jeder von euch da draußen auch auf jeden Fall, ne, immer schön unterstützen auf jeden Fall, weil es ist es ist einfach ein Heilmittel in meinen Augen. Es ist ein Heilmittel, es hilft bei uns so vielen Menschen, es tut mir echt leid für die Menschen, die wir damit nicht mehr unterstützen können, ne. Weil ich bin der Meinung, heutzutage Hirnschmerz, Darmschmerz, Tablette, hier nehmen hinten keinen Schmerz, nämlich zwei Tabletten und sowas muss nicht sein. Genauso wie die Pharmaindustrie mit den Hautcremes zum Beispiel. Ne, die verkaufen da Hautcremes, total sauteuer, ne, überteuert, aber da so viel Mikroplastik drin, das macht die Haut zu, das streißt die Poren zu. Unsere Haut soll atmen. Mhm. Ne, die soll atmen und nicht zugestrichen werden von Mikroplastik. Ne. No. Ja, man darf auch nicht vergessen, Hanf ist ein Heilmittel, das es seit tausenden von Jahren gibt, also da jetzt eben die letzten 80 Jahre. Die Friedenspfeife ist ein ganz großer Trend hier, die muss sein, wie gesagt, die Menschen sind einfach viel netter zueinander. In Bayern war ich unten Oktoberfest, da ziehen sich die Bierkrüge über den Tischschädel drüber, ne? Und die Kiffer, auf jedem Kifferfest, wo ich war, alle cool, ne? Die sind immer cool unterwegs. Immer chillig, locker drauf, ne? Alle zusammen Party machen einfach nur, ne? Mhm. Und das ist einfach cool und die Schiene bleibe ich weiter. Ne? Richtig, ja, so, ja. Die Idee, das macht Sinn. Ja.
CBD und jeder, der bei uns auch im Laden war, der CBD zu probieren wollte, weil jeder, der CBD gedacht hat, jeder Kipper, der reinkam und wollte CBD probieren, habe ich gesagt, probier es nicht, es ist nichts für dich, du wirst nicht high davon. Die haben sich mitgenommen, die waren am Ende waren die davon enttäuscht einfach, ne? Weil sie werden nicht high. Es geht nur, ne, um die Muskelentspannung einfach bei CBD, die Muskelentspannung. In Kramform, ja. Es ist auch nicht wie eine Tablette, ne? Dass sie nehmen, die Tablette, ne? Eine Tablette schmerzen, eine Tablette und der Schmerz ist weg. Es geht einfach an den Ursprungspunkt. Und das ist auch der Grund, warum es auch länger dauert. Das ist einfach eine coole Nummer einfach. Wer sich damit befassen tut, der wird das auch merken auf jeden Fall. Ansonsten gäbe es wahrscheinlich auch nicht so einen Hype da drum und den halt eigentlich weltweit. Also das ist ja in USA, wo es auch legales THC-Gras gibt, ist CBD trotzdem ein ganz großes Ding. Und eben die Schweiz, wo eben auch der ganze Kram ja eigentlich gerade angepflanzt wird. Lidl hat Zigaretten, ne, mit Hanf drin. Und es würde das sich nicht halten, wenn es nichts bringt. Also spricht eigentlich schon die Erfahrung der Nutzer für sich alleine. Gerade weil wir auch mit Bayern mal im Vergleich, ihr seid jetzt in Schleswig-Holstein, ne, und da habt ihr ja eigentlich eine Jamaika-Koalition in der Regierung, ne? Also eigentlich müssten Grüne, FDP, die sind ja mittlerweile auch für eine Freigabe von sogar Rauschhanf. Kann man sich da vielleicht dann irgendwen wenden in diesen Parteien, dass die ein bisschen Druck machen oder euch ein bisschen Zuspruch geben, Unterstützung? Oder seht ihr da wenig Chancen? Gefragt, dass THC zumindest und natürlich auch für deutschlandweit, aber vor allem in Schleswig-Holstein legal wird. Zumindest, dass man nicht mehr kriminalisiert wird dafür. Ja, ob es jetzt durchkommt, keine Ahnung. Aber in Neustadt, ne? Da haben sie jetzt schon so eine riesen Plantage aufgebaut für Indoor Grow. Für Medizinalhanf dann, oder? Genau, 3 Meter leckere Steine. Ich glaube ja. Schon, für CBD, ne? Oder? Ja, CBD, ja, doch schon. Nee, das war, glaube ich, eher THC. Ja, und in Witwat, also in der Nähe von uns, 20 Kilometer von uns, wird auch CBD angebaut. Industrie, da hat jemand aber Lizenz halt, ne? Und darf das, ja. Verkaufen das auch hier, deutschlandweit, also so gerade so Kosmetik und sowas. Aber jetzt in eurem Fall, könnte man sich da an irgendeinen Lokalpolitiker wenden, dass der euch ein bisschen irgendwie Rückhalt gibt? Also gerade Grün und FDP, theoretisch müssten die ja irgendwie auf eurer Seite stehen. Die CDU halt nicht, aber der Rest ja eigentlich schon. Das ist ja jetzt eigentlich nur noch die einzige Partei, die wirklich anti ist. Ansonsten, selbst die SPD hat sich ein bisschen in die Richtung gedreht. Aber Kontakt zu so einen Politikern, schwierig. Also wir müssen ehrlich zugeben, an Kontakt mit Politikern haben wir jetzt so noch gar nicht dran gedacht. Nee, 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 nee. Weil die auch hier nicht wirklich so vertreten sind irgendwie. Genau. So. Die sind ja eigentlich nicht sichtbar. Genau, die sind eigentlich nicht sichtbar, ne? Ja. Von kriegt man nicht mit, dass die da sind. Also die Erfahrung haben wir eben auch gerade in Berlin gemacht, dass eben selbst in Kreuzberg, da haben wir eine grüne Bezirksbürgermeisterin und selbst da findet einfach diese Verfolgung statt von legal operierenden Headshops, Hanfshops, die eben auch CBD-Produkte haben, wo man sich nur an den Kopf fassen kann, weil zeitgleich im Görlitzer Park eben irgendwelche Leute stehen und neben Familien alles verkaufen, nicht nur Hanf. Und da ist wahrscheinlich schon auch der Druck von der Straße nötig, dass da mal ein Umdenken stattfindet. Also vielleicht eine Empfehlung, dass ihr euch da mal irgendwie an eure Lokalpolitiker wendet. Könnte man machen, ja. Echt eine gute Idee. Jetzt nochmal zurück zu den Beschlagnahmen. Was habt ihr da gehört? Ihr wurdet wegen BTMG sozusagen aufgesucht und nicht wegen Novel Food wahrscheinlich, ne? Oder haben sie euch die Novel Food Verordnung auch irgendwie vorgeklatscht? Die haben uns das vorgeworfen, dass wir das Öl mit Einnahme, also da sind ja diese Beschreibungen, wie man es einnimmt, mit dabei. Mhm. Und man hat uns ja auch gefragt, ja, wir haben tatsächlich den Fehler gemacht und denen auch Ratschläge gegeben, was in unseren Augen jetzt kein Fehler ist, genau. Aber in deren Augen war es ein Fehler. Und halt, wenn man uns zum Beispiel gefragt hat, hey, für was ist es gut, hilft es mir vielleicht bei Rückenschmerzen? Und wir gesagt haben, ja, könnte sein, dass es dir helfen könnte, wissen wir jetzt nicht, musst du ausprobieren. Oder hey, mein Bruder hat Depressionen, ich habe über CBD gelesen, kann das helfen? Wir so, ja, klar, kann helfen, muss aber nicht, kann. Dass wir sowas dazu gesagt haben, das wurde uns tatsächlich auch, hat der eine doch gesagt, dass wir das gemacht haben. Also sowas wie eine Dosierungsempfehlung.
Genau, wir dürfen keine Angaben dazu machen. Also wir dürfen auch nicht sagen, dass sie es einnehmen sollen. Eigentlich dürfen wir zur Einnahme gar nichts sagen. Genau, was auch total Schwachsinn ist. Auf ja, die Packung ja. steht drauf. Leicht grotesk, die ganze Geschichte. Was erhofft ihr euch denn in der Zukunft bezüglich dem Handel und dem eigentlich ja doch legalen CBD-Geschäft? Wie kann da in Zukunft Klarheit geschaffen werden? Also wer steht da in der Verantwortung? Die Politik oder die Händler oder die Hersteller? Was erhofft ihr euch, was da in Wälder irgendwie passiert? Wie bitte? Jetzt erstmal die Bundesgerichtshöfe erstmal sollen die sich einig werden, was jetzt eigentlich das Gesetz an sich bedeutet, weil wenn die es nicht wissen, weiß es keiner. Dass auf jeden Fall der Satz korrigiert wird, dass er endlich mal eindeutig wird, dass es niemandem mehr irgendwie zum Verhängnis führt. Und wie du schon gesagt hast, Volksabstimmung. Dass man zusammenhält. Dass man echt, dass sich die Händler zusammentun und echt mal zusammenhalten und nicht, hey, der da hinten, der macht es auch. Richtig offiziell über die ganzen Shops und alles und dann nochmal richtig, ich weiß nicht. Fragen nochmal. Wie zum Beispiel Thema Hanfbar, ne? Da hieß es dann man vermutet, dass die angesperrt wurden von irgendeinem Konkurrenten, der auch CBD vertreibt. Der das ein Dornenauge war. Wir haben uns auf einen CBD-Shop zum Beispiel verlassen drauf. Ich habe hier auf die Kacke gehauen. Ich habe mich auf einen CBD-Shop hier verlassen drauf, dass er hinter mir steht. Er hat mir falsche Angaben gemacht, dass die Polizei bei ihm schon drin ist im Laden und was nicht alles hat er mir erzählt. Und am Ende, wo die Polizei bei mir war, sagt er zu mir, bei mir waren die Cops noch nie. Ne? Und dann stand ich da wie ein Idiot. Ja? Also falsches Spiel auch noch innerhalb der Branche. Die Leute zusammenzuhalten, die haben zu kämpfen zusammen. Ja. Headshops, CBD-Shops, die haben alle zusammenzuhalten. Auch die Drogerien, die CBD verkaufen. Genau. Der Dingsmarkt ist, der hat jetzt auch eine Razzia gehabt, das Reformhaus des CBD bei uns verkauft. In Husum, ja. Hat jetzt auch eine Razzia gehabt. Genau. Ein reguläres Reformhaus, ja? Ja, genau. Das ist ja. So, dass jeder, der CBD hat, egal ob es jetzt nur ein Kaugummi ist, ein Schokoriegel oder sonstiges, gibt es ja alles schon. Genau, nur gearscht ist. Dass man zusammenhält halt einfach und dass da jetzt endlich mal für Klarheit gesorgt wird. Und nicht mal erst warten muss, bis irgendwelche schlauen Anwälte den Regierungen klar machen, dass es A, kein Novel Food ist und B, eben ab diesem Grenzwert theoretisch keine Bedenken sind und man es eigentlich vertreiben kann, weil der Mensch greift da schon sehr, sehr, sehr lange drauf zu. Wie kann man sich das erklären, dass das eben einzelne Shops so von der Staatsmacht irgendwie drangsaliert werden und eben andere komplett in Ruhe gelassen? Nur anschwärzen kann es ja eigentlich nicht sein, sondern ist es dann einfach auch, dass die Staatsanwälte und Polizisten, dass denen langweilig ist? Oder wie erklärt ihr euch das, dass eben gewisse... Bin ich der Meinung. Entweder das oder ganz einfach, Pharmaindustrie hängt einfach, wie laut man schreit, ne? Wir haben es ja offiziell gemacht. Wir hatten Fotos auf Facebook von unserem Weg. Unsere Vitrine mit dem CBD-Gras war beleuchtet, auch nachts. Genau. Wir sind offen damit umgegangen. Wir haben jedem zugegeben, auch wo wir gewusst haben, das sind jetzt verdeckte Ermittler im Laden, haben wir gesagt, das sind unsere Blüten. Genau, die könnt ihr sofort mitnehmen, kaufen, könnt ihr Tee draus machen, was weiß ich. Wir haben es nicht zum Rauchen angeboten, wir haben es für Tee, Gewürze oder sowas zum Beispiel, ne? Obwohl wir das auch nicht mal durften, Effektangaben dazu machen, finde ich auch Schwachsinn im Endeffekt, ne? Das ist auch ein geiles Gewürzmittel. Weil man kann zum Beispiel, man muss ja nicht rauchen, man kann ja auch ein Gewürz draus machen zum Beispiel, ne? Pfeffer, Salz, Knoblauch dazu, ein bisschen CBD, über Steak und so. Vielseitig einsetzbar, mega cool. Ja. Und man stelle sich vor, irgendwie im Heimwerkermarkt würden Kettensägen verkauft ohne Gebrauchsanleitung, also... Das ist schon sehr gut. Der Einsatzleiter zu mir gesagt, wenn er jetzt einen Schnitzel in die Ecke stellt und drauf schreibt, bitte nicht essen, die Leute werden es trotzdem essen. Wo ich mir gedacht habe, wie bitte? Ja, weil wir müssen ja darauf achten, dass das CBD-Gras nicht zum Missbrauch benutzt wird. Dann haben wir überall drauf geschrieben, nicht zum Verzehr, bla bla bla. So, dann hieß es, wenn da ein Schnitzel steht, dann werden es trotzdem essen. Wo ich mir dann gedacht habe, wenn sich jetzt ein Jugendlicher einen Brennspiritus zum Saubermachen holt oder einen CD-Reiniger wer geht hinterher und kontrolliert, ob er es trinkt, schnüffelt oder sonstiges? Genau.
Genauso mit chemischen Reinigern, wo eben auch irgendwie regelmäßig mal Kids irgendwie das aus Versehen dann trinken, weil es so bunt ist. Müsste theoretisch alles verboten sein, weil es gefährlich ist. Und bei CBD-Gras oder CBD-Produkten kann ja nichts passieren. Du kannst dich nicht vergiften und spürst es im Endeffekt ja nicht, außer dass du dich vielleicht ein bisschen wohler fühlst, weil du weniger Schmerzen hast. Und die Aussage so von wegen hier, ne, normales CBD, ne, 15 Euro, normales THC, wie zum Beispiel 10 Euro auf der Straße. Wer ist denn so blöd und extrahiert sich da ein Kilo, ne, ein Gramm raus oder sowas? Missbrauchszwecke ist echt ein Begriff, der eigentlich bei so einer Geschichte nicht hilft. Aber gerade der Prozess gegen die Hanfbar, da wurde das ja wirklich auch von der Staatsanwaltschaft genauso deklariert, dass man theoretisch aus dem CBD-Gras sich das THC holen könnte oder umwandeln könnte. Aber der logische Effekt ist nicht gegeben, dass jemand so auf die Idee kommt. Also dann ist es doch wahrscheinlich schlauer, sich den Brennspiritus zu kaufen und den zu trinken oder so, wenn man es drauf anlegt. Wahnsinn. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier noch eine Frage habe. Du hast dich schon ein bisschen dazu geäußert, dass du eigentlich auch voll hinter der Legalisierungsdebatte stehst. Also wenn es jemals in Deutschland so weit wäre, dass Cannabis legal gehandelt werden könnte, könntet ihr euch aber vorstellen, auch sowas, also wie in Holland, einen Coffeeshop zu betreiben und Leuten auch... Ja, so könnte ich mir das vorstellen. Also gesagt, ich habe es schon gemacht, weil ich das Feeling hatte schon mit dem CBD, ne? Aber wie gesagt, CBD, THC, ich würde das alles legalisieren, weil ich sehe darin keine große Gefahr. Bei Psychosen, sowas kann man bekommen, aber das kann man auf Alkohol, auf andere Sachen auch bekommen, Psychosen. Mariana ist das Reinste für mich, auf jeden Fall das Sauberste. Das soll für mich, im Endeffekt soll es jeder rauchen. Ein einfaches Beispiel, hast du eine Tochter? Welches? Kann man kurz sagen. Hast du zum Beispiel eine Tochter? Oder hast du Kinder? Nee, ich habe keine Kinder. Na, aber jetzt überleg mal, du hast Kinder, 14 Jahre alt, ne? Deine Tochter zum Beispiel, 14 Jahre alt, in einer Männergruppe, Jungsgruppe, stinkbesoffen. Ich finde, Alkohol macht willenlos in meinen Augen. Ne? Was ist denn lieber? Sie ist stinkbesoffen, willenlos, oder sie hängt bei zwischen ein paar coole Jungs, die ein bisschen auf dick machen und die spliffen mal ein und lachen sich ein bisschen Ast ab. Was ist dir lieber? Ja, und kommen auf sicherlich bessere Gedanken als im Vollrausch auf Alkohol, definitiv. Ich würde auch sagen, unser Laden ist aus der Inspiration vom Rauchen entstanden hier bei mir. Ne? Die sind nicht doof, immer die Raucher oder sowas. Ja. Ganz sicher. Da hast du mir jetzt auch schon fast die nächste Frage ein bisschen aus dem Mund gerissen. Welche Gründe siehst du denn für eine Freigabe von Cannabis sonst? Also wie gesagt, das eine ist jetzt eben die Wirkung, der Vergleich Alkohol-Cannabis ist definitiv unterschiedlich. Cannabis ist wesentlich harmloser aus der Sicht auch vieler Wissenschaftler ja mittlerweile. Was würde die Freigabe von Hanf denn Deutschland bringen, zum Beispiel unserem Land? Erstens, die Kriminalität würde definitiv zurückgeben. Bei jeder Jugendliche oder sowas, alles was verboten ist, kennt man von Mama früher, macht man. Definitiv probiert man mindestens einmal aus. Ne? Egal was Mama sagt, man macht es einfach. Ne? Dazu, wie gesagt, das öffentliche Kaufen, wie gesagt, wenn man damit einmal konfrontiert wird, bin ich der Meinung, hat man manchmal auch gar keine Lust mehr drauf. Bin ich der Meinung. Ich glaube, es würde alles lockerer machen, es würde alles zurückgehen, würde ich sagen. Und der Staat würde sogar nebendran noch verdienen. Und der Menschheit würde es viel besser gehen. Keine Strafverfolgung, Steuereinnahmen, genau, mehr Jobs. Keine Strafverfolgung. Genau, wie gesagt, es gehen in meinen Augen seit 70 Jahren wegen ein paar Gramm Marihuana Familien kaputt. Da gehen Leute in Knast rein für ein paar Gramm Marihuana. Aber man kann sich in Deutschland totsaufen. Ja. Ja. Und eben auch gerade echte Familien kaputt machen, weil die Leute über Jahre sich kaputt saufen, okay, zum Beispiel. Habe ich mit eigenen Augen genug Familien gesehen. Mhm. So. Ja. Und dann, ich werde ja selber seit meiner Jugend kriminalisiert selber damit. Na, weil ich ab und zu mal, na, gebe ich öffentlich zu. Na. Ab und zu mal, genau. Ich stehe dazu. Na, es gibt definitiv Schlimmeres und man sieht es ja auch in der Welt, es findet die Entwicklung ja gerade statt, also selbst Verfassungsgerichte, Verfassungsgerichte entscheiden, dass es nicht rechtens ist. Das sind zwei verschiedene Sachen, ne?
wie gesagt, ich bin einer, ich kriege seit 12 Jahren, seitdem ich das mache, 17 Jahre mache ich das, ich kriege mein Leben auf der Reihe, ich habe meine Lehre gemacht, ich gehe in die Arbeit, ich habe einen Laden eröffnet mit meiner Frau jetzt, ne? Und ich war in der Schule nicht so der Beste, ne? Und habe das trotzdem geschafft. Mhm. Ja. Und jetzt versucht ihr irgendwie der Start schwer zu machen, aufgrund dubioser Entscheidungen. Weil da habe ich wundere Leute aus der Therapie gelernt, auf Alkohol, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Mhm. Ja. Also, leicht grotesk. Ja, hast du noch ein paar letzte Worte vielleicht, die du in den Äther schmeißen möchtest, was man jetzt irgendwie gerade mit dieser CBD-Geschichte in Zukunft erwarten kann, machen kann, Leute anstiften, vielleicht selbst einen Shop aufzumachen und ein bisschen damit Paroli bieten, oder was liegt dir noch bezüglich deines Geschäfts auf dem Herzen? Ich würde vorschlagen, dass jetzt erstmal alle CBD-Shops, Headshops, irgendwie eine Seite, eine WhatsApp-Gruppe oder irgendwas über euch oder irgendwie was organisieren, dass wir erstmal alle zusammen in Kontakt treten und dann erstmal eine Petition oder irgendwie sowas erstmal von unseren Headshops aus starten und dann allgemein den Hanfverein dazu holen, den, wie gesagt, die Öffentlichkeit noch ein bisschen mehr dazu holen, weil ich finde, wir sind zu wenig an der Öffentlichkeit mit dem Thema auch. Ne? So, vor allem im Fernsehen und überall, wir sind zu wenig am Start. Volksbelangen. Genau, zu wenig fürs Volk einfach. Ist zu wen Volksbelangen. Genau. Sowas. Genau. Ich meine, jetzt ist die Zeit ist einfach reif dafür. Zum Beispiel wegen Corona und den Masken gehen die Leute fast täglich in jeder Stadt auf die Straße. Wegen diesen bescheuerten Masken, die wir jetzt ein paar Tage noch tragen müssen. Und ich mir so denke, deswegen regen sie sich so auf, aber wegen Sachen, die den schon seit 70 Jahren ein Problem sind. Wir haben eine Tochter, die hat Neurodermitis. Ich habe Neurodermitis. Wir tragen einfach mal eine stinknormale Creme, die Oma schon hatte, mit CBD auf. Die mischen wir uns selber sogar. Und es ist besser als irgendeine Cortisoncreme. Ist sofort weg, die Neurodermitis. Das ist eine Chemiekeule, ja. Die ist sofort weg. Genau, ne? Wie gesagt, das ist alles Porn, das macht die Porn zu. Es glaubt das nicht, Leute, das ist alles nicht so das Wahre draußen. Und da regt sich kein Schwein auf, ne? Und so ein Volksbelang, wie es jetzt mit Corona gemacht wird, könnte man eigentlich vergleichsweise auch mal mit CBD machen. Genau. Wenn sie schon nicht für THC gerade stehen wollen, dann wenigstens für CBD, weil es hilft verdammt. Und dass Leute. Wir vor allem zusammenhalten, das ist das Wichtigste, wir müssen zusammenhalten. Die Headshops, CBD-Shops. Bitte lasst euch zusammenhalten und lasst uns irgendwie zusammen Kontakt aufnehmen. Und irgendwie was dagegen starten auf jeden Fall. Wie gesagt, wir holen den Richter Müller mit ins Boot, wenn es sein muss. Wir holen Hanfverein mit rein. Ne? Egal wie, aber bitte zusammenhalten. Ne? Und gerade was Leda angesprochen hat mit dem Demonstrieren. Aktuell sind die Leute irgendwie ja wirklich auch so unsere Freiheit. Wir lassen uns irgendwie nichts vorschreiben, was wir selbst gerade nicht wollen. Genau. Theoretisch müsste man da denen mal klar machen, was an Einschnitten für Freiheit gerade stattfindet. Ne? Und also da vielleicht ein bisschen was von dem Dampf im Kessel mitnehmen. In diesem Jahr wird es leider ein bisschen schwierig. In Berlin findet ja sonst immer die Hanfparade statt im August, aber dieses Jahr fällt die eben gerade aufgrund dieser blöden Corona-Krise ein bisschen ins Wasser. Aber da eben Hanfparade, dass man vielleicht eben echt die Leute, die jetzt eh an der Straße stehen und eben ihrem Unmut Druck machen, dass man da vielleicht ein paar Leute auch drauf aufmerksam machen könnte. Hier sind wirklich mal Gründe, um gegen die Regierung zu wettern. Erstens, zweitens dafür gerade stehen. Wie ist damals die Prohibition gestürzt worden in Amerika mit Alkohol, bevor das Cannabis überhaupt verboten wurde? Weil die Leute, das war nicht zu kontrollieren, die Leute haben trotzdem gesoffen und haben es offiziell gemacht. Die sind raus und haben vor den Cops irgendwie sich Bier hintergeschüttet und haben sich das nicht verbieten lassen. Genau. Und jetzt da raucht jeder still und heimlich in seinem Kämmerlein und tut so, als wäre es wirklich so schlimm. Und jetzt würden sie es nicht machen. Ist doch klar, dass der Staat denkt, er hat irgendwie ein bisschen Macht dadurch. Mhm. Wenn es jeder still und heimlich macht. Mhm. Und nicht dazu steht. Damals Prohibition Amerika, die sind aufgestanden. Die haben sich das nicht gefallen lassen. Ja, da auch wieder der Unterschied zwischen Alkohol und Cannabis. Bei Cannabis bleiben die Leute halt friedlich und denken ein bisschen mehr drüber nach und bei Alkohol hauen sie einfach nur mit der Faust auf den Tisch, ne? Genau. Ja, aber das ist das Beispiel, genau. Das ist wieder so, ja. Genau. Naja, wir hoffen einfach,
dass das sich irgendwie in den nächsten Monaten, je schneller, desto besser, ein bisschen reguliert. Gerade was du auch angesprochen hast, Richter Müller ist ja mit einer Klage vor das auch Verfassungsgericht jetzt gegangen. In Mexiko und in Südamerika, Italien hat das ja was gebracht. Und da hoffen wir mal, dass da jetzt auch das Bundesverfassungsgericht in Deutschland nochmal drüber nachdenkt. Und wenn wir sehr, sehr glücklich sind, dann ist nicht nur CBD-Gras in Bölde legal, sondern auch das Räucherrauschmittel Cannabis. Das wäre ja echt nur wunderschön, wäre das. Das ist Beispiel Holland. Ne? Die Holländer rauchen bei weitem nicht so viel. Die Portugiesen auch nicht. Weil es nicht verboten ist. Die haben gar keinen Bock drauf, weil es nicht verboten ist. Genau, die Holländer, da sind es ja nur die Touristen zum Beispiel. Ne? Das sind nur die Touristen, die so schlimm sind. Ne? Aber die Einheimischen, da geht es zurück. Da geht was zurück, selber der Konsum, ne? Weil es einfach erlaubt ist. Das ist wirklich so. Ne? Das Verbot, Sport auszuprobieren, wie du gesagt hast, ja. Naja, ich kann jetzt auch nur euch ganz doll die Daumen drücken und hoffen, dass sich die Verfahren gegen euch da ganz schnell in Luft auflösen, ihr eure Waren zurückbekommt. Theoretisch müsste das Land ja dann auch euren Geschäftsausfall sozusagen finanziell vielleicht auch dann wieder gut machen, weil ihr habt ja dadurch Kundschaft verloren und auch sicherlich einiges an Umsatz. Das wäre dann mal gerecht. Und vielen Dank nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier jetzt mal ein bisschen Druck rauszulassen, Dampf abzulassen. Vielen Dank auch. Und dann gucken wir, dass wir auch ein bisschen in Kontakt bleiben, gucken, was wir in Zukunft irgendwie gemeinsam vielleicht gerade mit CBD und allen Händlern zusammen erreichen können. Wäre doch ganz toll, wenn da irgendwas Produktives bei rauskommt. Ja? Wollen wir es hoffen, ja. Wenn ihr ansonsten noch jetzt noch schnell was zu sagen habt, bitte raus damit, weil sonst würde ich sagen, sind wir jetzt mit 50 Minuten ganz gut dabei. Und dann war das ein ganz aufschlussreiches Gespräch. Alles gut? Auf jeden Fall könnt ihr jederzeit bei uns vorbeikommen. Blub, 420. Genau. In Husum. Unterstützung könnt ihr gebrauchen. Und das werden die Zuschauer wissen. Alles klar. Dann herzlichen Dank. Passt gut auf euch auf. Und lasst euch nicht ärgern. Haltet die Ohren steif. Jo. Du auch nicht. Peace. Dankeschön. Peace. Jo. Tschüss.